alles, aber auch wirklich total alles, was von mir kommt, solltest du konsequent und zwingend mit einem riesengroßen Fragezeichen versehen. Nichts davon ist amtlich, nichts davon weiß ich mit Bestimmtheit. Deswegen auch der Titel meines YouTube-Kanals Gedankenspiele. Normal müsste hinter jedem Satz, den ich sage, ein riesen Fragezeichen stehen. Ja, warum lasse ich es dann nicht gleich sein? Zum einen, weil ich mir eben Gedanken machen möchte und die schnellste Methode, diese Gedanken dann zu archivieren, ist so ein Video. Und dann hoffe ich immer, dass dieses Video dich dazu anregen könnte, dir auch deine Gedanken zu machen. Also nicht blindlings meinen zu folgen, sondern dir nur Anregungen zu holen darüber, worüber du selber nachdenken könntest. Ein wunderschönes Beispiel. Ich bin jetzt fast 72 Jahre alt, mache diese Gedankenspielereien, solange ich denken kann, und habe immer oder schon sehr, sehr lange zumindest nach einem brauchbaren Wort für das Wort dumm gesucht. Weil dumm, das Wort dumm ist kränkend. Und in dem Wort Kränkung steckt das Wort krank machen. Wir neigen tatsächlich dazu, uns gegenseitig krank zu machen, indem wir uns gegenseitig als dumm bezeichnen. Und das ist klar, wenn ich guten Mutes jemand anders für einen Dummkopf halte, dann kann ich gleichzeitig mein Selbstbewusstsein stärken, indem ich mir einrede, so dumm bin ich ja Gott sei Dank nicht. Funktioniert bei mir leider gar nicht. Ich habe mich früher sehr viel kränken lassen durch dumme Menschen, die mich als dumm bezeichnet haben, selber aber nicht wesentlich schlauer waren, was ja auch egal ist. Und auch heute bin ich noch nicht ganz frei davon. Lass dich nicht kränken. Niemand ist freiwillig in Gänsefüßchen dumm. Ich werde gleich das neue Wort einführen. Niemand ist gerne in Gänsefüßchen dumm. Und niemand kann was dafür. Man kann etwas dagegen tun, aber nur, wenn man kann, wenn man das Talent, die Begabung dazu hat. Da dreht sich etwas im Kreis. Das neue Wort, das ich gerne verwenden würde, ist hilflos. Denn eigentlich müsste uns unser Gehirn helfen, von der Dummheit wegzukommen. Das macht es aber immer nur je nach Begabung und immer viel zu wenig.
hilflos, hat aber nicht diesen kränkenden Beigeschmack, denke ich mal. Es ist eher etwas Mitfühlendes. Wenn jemand dir helfen will, dann solltest du dir auch helfen lassen. Weil das in der Regel, es gibt Ausnahmen, keiner ist, der dir hilft, weil er sich für einen tollen Hecht hält. Weil er sich über dich stellen möchte. Arrogante Menschen neigen wenig dazu. Überhebliche Menschen neigen wenig dazu, zu helfen, hilfreich zu agieren. Eher das Gegenteil. Sie machen dich nieder. Im nächsten Video, Teil 2 zu Hilflos, kommt dann eine ganz spannende Geschichte. Nämlich, wie mich das neu gefundene Wort für dumm, nämlich hilflos, prompt auch wieder zu völlig neuen Gedanken gebracht hat. Die mich wieder ein Stück weiter nach vorne geschubst haben. Hoffe ich jedenfalls. Man wird sehen. Jedenfalls, es wird spannend. Wenn dich die Fortsetzung interessiert, dann such auf YouTube die Fortsetzung, indem du den Titel nimmst, der bei diesem Video oben zu sehen ist, und statt T.1 Teil 1 schreibst du dann T.2. Wir hören uns. Wäre cool. Vor allen Dingen dein Kommentar dazu. Gute Zeit, viel Glück und bleib nicht hilflos, aber lass dir vor allen Dingen nicht erzählen, du seist dumm.